Unser Anfang geschehe im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind sehr froh, dass wir heute hier sein können und diesen Taufgottesdienst für die Anna Katharina feiern. Es ist eine große Ehre und wir freuen uns wirklich riesig mit euch, dass ihr so ein schönes Mädchen bekommen habt in eurer Obhut. Geschenkt bekommen habt. Ja, da sitzt die stolze Oma und die stolze Uroma. Und die nächste Oma. Schön. Ihr habt euch als Taufspruch ausgewählt, den Psalmvers, den schon die ganze Familie oder fast die ganze Familie einfach im Herzen trägt und auf dem Weg trägt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Darum möchte ich den ganzen Psalm als Eingangspsalm euch zusprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich möchte euch einladen, in Gedanken mit mir mitzubeten. Barmherziger, guter Gott, wir sind froh und dankbar, dass du der Astrid und dem Otti dieses gesunde Mädchen geschenkt hast. Wir freuen uns mit ihnen und wir wollen dich heute um deinen Segen bitten für ihren Lebensweg.
Barmherziger Gott, steh den Eltern bei und gib ihnen Kraft und Geist, wenn sie vielleicht einmal keine Energie mehr und keinen Geist mehr haben. Wir bitten dich für ihre beiden Paten, dass auch du sie segnest und ihnen immer wieder einen guten Draht verschaffst zu ihrem Patenkind. Wir bitten dich für die ganze Familie und für alle darüber hinaus, die mit diesem Kind zu tun haben. Lass es in gutem Sinn geschehen. Gnädiger Gott, denn du bist für uns alle der gute Hirte, der uns führen will und uns den jeweils richtigen Weg zeigen möchte. Herr, wir bitten dich um deinen Geist. Amen. Als Lesung darf ich euch die klassische Lesung bringen aus dem Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Es gibt insgesamt 2 Beispiele in den Evangelien, wo Jesus direkt was mit Kindern zu tun hat. Das eine ist Matthäus 18, das können wir uns ja aufsparen für die nächste Taufe. Und ich lese jetzt Markus 10, die Verse 10 bis 13. Und sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und Jesus herzte sie, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ich lade euch ein, dass wir als Bekenntnis auf dieses Schriftwort und im stellvertretenden Glauben für die kleine Anna-Katharina das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir haben es schon gehört, als Taufspruch haben sich die Eltern den bekannten und vertrauten 23. Psalm, den ersten Vers, ausgesucht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Liebe Astrid, lieber Otti, mit der Hauptperson Anna Katharina, liebe Taufpaten, liebe Omas, Uroma, liebe Familienmitglieder, Freunde, die ihr heute hierher gekommen seid nach Bernstein, um gemeinsam diesen Taufgottesdienst zu feiern. Den Deutschen Buchpreis hat im letzten Jahr ein gewisser Herr Sascha Stanisic gewonnen. Sascha Stanisic ist ein Autor, der in Bosnien geboren ist, eine abenteuerliche Lebensgeschichte. Er ist als Kind mit den Eltern vor dem Balkankrieg geflüchtet und sie sind nach Deutschland gekommen, nach Heidelberg. Dort ist er eingeschult worden, hat also Deutsch gelernt, die Matura gemacht und wurde Schriftsteller. Sein Buch, das eben im letzten Jahr preisgekrönt wurde mit dem Deutschen Buchpreis, trägt den Titel Herkunft. Es ist ein berührendes Buch.
Ein berührendes Buch über seine bewegte und abenteuerliche Lebensgeschichte, Flucht vor Krieg, die Schwierigkeiten, wieder neu anzufangen, Fuß zu fassen, Freunde zu finden, überhaupt wieder Lebensmut zu fassen. Es ist eine Geschichte, in der auch sehr berührend beschrieben wird, das Verhältnis des Autors zu seiner Oma, die er dann später immer wieder in Bosnien besucht und so auf den Spuren der Vorfahren durch das Land fährt. Und er hat eine sehr schöne Definition in diesem Buch, ein schönes Bild. Er sagt, unsere Herkunft ist wie ein Kostüm, das uns übergestülpt wird. Gleichzeitig Verheißung, aber auch Fluch. Herkunft ist wie ein Kostüm, wie ein Kleid, das uns übergestülpt wird. Herkunft. Das ist einer der ersten Fragen, wenn wir Menschen zum ersten Mal treffen. Wo kommen Sie her? Aus Oberschützen, aus Bernstein, aus Wiener Neustadt, aus Wien. Also Herkunft, das ist etwas, was uns prägt, was uns bildet. Wir alle haben unsere ganz besondere und eigene Herkunft. Es ist nicht unwesentlich, in welche Familie wir hineingeboren werden. Es ist nicht nur nicht unwesentlich, sondern ganz entscheidend für die Entwicklung, wie das Verhältnis ist, wie das Nest gemacht ist, in das ich hineingeboren werde. Herkunft ist etwas, was uns prägt. Und es gibt ja immer wieder die schönen Augenblicke, wenn die Familie zusammensitzt, wie zu solchen schönen Anlässen wie heute, es kann auch ein Geburtstag sein, und irgendwann im Laufe des Nachmittags oder Abends werden Erinnerungen wach und die Älteren beginnen zu erzählen, so wie es früher eben einmal gewesen ist. Und es war immer spannend für mich auch als Kind, so mit großen Ohren zu lauschen, wie es der Elterngeneration gegangen ist. Ihre Herkunft, wie sie aufgewachsen sind, kann man eigentlich gar nicht vergleichen mit unserer Situation. Und jetzt vielleicht noch einmal eine völlig veränderte Situation, Ausgangslage für die Anna. Obwohl sich die Zeiten ja auch wieder verändert haben, wer hätte gedacht, dass wir unser Leben so verändern, so radikal verändern müssen aufgrund eines Virus. Also auf der einen Seite kann man sagen, Kinder, die heute bei uns in Oberschützen oder in Bernstein oder in Österreich geboren werden, die haben eigentlich den Lotto Sechser gemacht. Wenn wir uns anschauen, in welchen Verhältnissen wir leben, wir können den Wasserhahn aufdrehen und frisches Wasser trinken. Wir haben eigentlich das Wesentliche, was wir zum Leben brauchen. Kein Krieg, keine großen Spannungen und trotzdem plötzlich verändert sich das und wir sind unsicher geworden. Und wir wissen ja auch, es gibt ja große Herausforderungen, Schöpfungsverantwortung, Klimaveränderung. Wir wissen ja, dass sich vieles verändert hat und insofern ist die Zukunft der kleinen Anna und der Kinder, die jetzt geboren werden, auch in einer gewissen Weise ungewiss. Wird es so bleiben wie jetzt? Wird sich's verbessern? Wird sich die Situation vielleicht sogar verschlimmern? Herkunft. Wo kommen wir her? Aus welchem Nest, aus welchem Haus kommen wir? Und ich glaube, die Anna hat sich ein sehr schönes Nest, ein sehr gutes Haus ausgesucht. Zwei Eltern, die, glaube ich, sehr glücklich und stolz sind. Ja, so eine kleine Prinzessin und Löwin bekommen zu haben. Und es ist ja auch eine ganz besondere Situation, den Lebensweg, den ihr eingeschritten habt, war ja auch nicht so absehbar. Das heißt, die Entscheidung zu treffen, sich selbstständig zu machen mit Landwirtschaft im speziellen Sinne, ja, das Leben zu meistern und zu gestalten, ist, glaube ich, eine aufregende Geschichte. Und ich glaube, die Anna wird da auch ganz gespannt mit hineinwachsen, wenn sie das erste Mal am Traktor sitzt.
Warscher. Oder der Astrid hilft beim Abfüllen der speziellen Substanzen aus Hanf und anderen Materialien. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Das ist eine Frage, die uns immer wieder auch ständig im Leben beschäftigt. Wir wissen nicht, wie der zukünftige Weg der Anna ausschaut, aber wir glauben und vertrauen darauf, dass Gott sie begleitet, wie ein guter Hirte. Und dieses Wort aus dem 23. Psalm ist ein Wort, das ja auch aus der Landwirtschaft kommt. Ein guter Hirte. Gott ist ein guter Hirte. Er ist kein Diktator, kein Herrscher. Er ist ein Hirte. Ein Hirte, der sich um die Seinen kümmert, um seine Schäfchen, um die Menschen kümmert, sich sorgt, sie begleiten möchte durch dieses Leben. Herkunft ist ein Kostüm, ein Kleid, manchmal leicht und manchmal schwer, das wissen wir ja auch. Es ist ja nicht nur alles rosig und wunderbar, es ist ja auch die Aufgabe eines jeden Kindes, selbstständig zu werden, also ein Stück weit auch sich zu verabschieden oder einen Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Es dauert, bis ein Kind auf eigenen Beinen steht. Es dauert, bis ein Kind seine eigene Persönlichkeit entwickelt. Und dazu braucht es uns als Eltern, als Taufpaten, als Großeltern, als Urgroßeltern, die Anna zu begleiten, ihr vieles beizubringen, was wichtig ist für das Leben. Also einen Proviant mitzugeben, einen Proviant, von dem sie zehren kann, vor allem in schwierigen Situationen. Und jeder, der unterwegs ist auf Wanderschaft und müde wird, ist froh, wenn er einen Rucksack hat, wo er hineingreifen kann und sich erfrischen kann, sich stärken kann. Und so verstehe ich Familie als Proviant, als Rucksack, als Stärkung, da zu sein, aufzupassen, die Anna immer wieder aufzuheben und ihr die wichtigen und wesentlichen Dinge des Lebens beizubringen. Es ist ein freudiger Tag und der 23. Psalm ist eine wunderbare Verheißung. Gott ist wie ein guter Hirte, der die Anna begleiten möge auf ihrem Lebensweg. Dass sie immer wieder stolz ist auf ihre Herkunft, dass sie mit leuchtenden Augen erzählt, wo sie aufgewachsen ist, was sie erlebt hat, was sie erfahren hat. Ich wünsche euch mit eurer Anna viel Freude, dass sie euch auf Trab hält, dass sie euch ganz neue Sichtweisen eröffnet. Und das ist ja auch etwas Besonderes, wenn man sich auf Kinder einlässt, dass man selber die Perspektive ändert und wechselt. Alles Gute! Gottes Segen. Amen. Gott hat dich uns anvertraut, an dem deine Augen schauen. Sie hat so viel Glanz und so viel Liebe. Wir werden den Weg gemeinsam gehen. Hallelujah.
Dürfen jetzt die Eltern und die Taufpaten herausbitten. Komm, ja, ja. Der Philipp entzündet die Taufkerze. Kerzen gehören zu unserem Leben dazu. Wir entzünden sie, wenn ein Tisch festlich gedeckt ist, wenn man ins Gasthaus Pannonia geht und man merkt, es gibt eine Taufe oder eine Hochzeit, ist der Saal festlich geschmückt, es stehen Kerzen am Tisch und das tun wir zu Hause auch. Aber eine Kerze ist nicht nur ein Symbol für Festlichkeit und Feierlichkeit, sondern auch ein Symbol für Jesus Christus, der spricht: Ich bin das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten unter den Menschen. Ich würde die Patin vielleicht genau mal darüber stellen, mich so ein. Ich möchte zuerst euch Eltern fragen: Seid ihr bereit, eure Tochter als ein Geschenk, als eine Leihgabe von Gott anzunehmen? Seid ihr bereit, sie im Glauben zu Jesus Christus hinzuführen? Und seid ihr bereit, ihr durch euer Leben ein Vorbild und ein Beispiel zu sein? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Paten, ihr werdet das Patenamt übernehmen an der kleinen Anna Katharina, so frage ich auch euch. Seid ihr bereit, dieses Patenamt zu übernehmen? Seid ihr bereit, sie in den Glauben hinein zu begleiten? Und seid auch ihr bereit, ihr durch euer Leben ein Beispiel zu sein? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Das Wasser, mit dem wir taufen, ist Zeichen des Lebens. Im Wasser der Taufe geht unter, was uns von Gott trennt, und aus dem Wasser der Taufe wird ein neuer Mensch geboren, der mit Christus lebt. Anna Katharina, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der dir das Leben geschenkt hat, er möge dich behüten und begleiten auf allen deinen Wegen mit seinem Schutz und mit seinem Segen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Segne und behüte euch, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es segne und behüte auch die Taufpaten, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich darf die Taufpaten bitten zu unterschreiben.
der Pfarrgemeinde ist es üblich, ihr kennt es von anderen Taufen eben, ich glaube, das hat der Hermann Burgstaller eingeführt, dass so ein Büchlein an den Täufling geschenkt wird und vorher alle unterschreiben, die eben hier im Gottesdienst sind. Die Küsterin hat noch schön für jeden einen extra Kugelschreiber, dass wir da nicht irgendwelche Bierchen hüpfen lassen. Und ihr schreibt einfach euren Namen oder wenn ihr noch was dazu schreiben wollt, einen Wunsch, geht das auch. Wir laden euch ein, in Gedanken die Fürbitten mitzutragen, die wir jetzt sprechen wollen. Dieses Lied, was gerade eben gespielt worden ist, hatten wir auch bei unserer Konfirmation und es war so für mich so schön, das ist ja dann der Bogen, ja? Also jetzt haben die Paten und die Eltern Ja gesagt und dann in 14 Jahren oder ein bisschen weniger wird die Anna-Katharina Ja sagen, so hoffen wir, zum Glauben und zu diesem Weg, den sie bisher beschritten hat. Barmherziger, guter Gott, wir bitten dich heute besonders für diese kleine, junge Frau, dieses schöne, flotte Mädchen Anna-Katharina, dass sie spürt, dass dein Segen auf ihr liegt, dass sie
trittfest und beherzt ihre Schritte gehen kann. Und dass sie dann auch aus ihren Fehlern lernen wird, weil die kommen ja auch immer dazu. Begleite sie ihr Leben lang. Gnädiger Gott, wir bitten dich auch besonders für die Eltern. Schenke ihnen immer wieder den Weitblick, Großmut und Barmherzigkeit, dass sie das richtige und nötige Fingerspitzengefühl entwickeln, wenn sie versuchen, Anna-Katharina hineinzubegleiten in dieses Leben. Begleite sie und inspiriere sie immer wieder mit deinem Heiligen Geist, dass sie erkennen, was wichtig und notwendig ist. Guter Gott, und wir bitten dich auch besonders für ihre Paten, dass sie eine ökumenische Wegbegleitung für die kleine Anna Katharina sein werden, dass sie die Ohren offen halten für Fragen des Glaubens und besonders auch für Fragen des Lebens. Lass sie gut miteinander klarkommen. Gnädiger Gott, und wir bitten dich auch für die alten Häsinnen und Hasen, für die Omas, Opa, Uroma. Begleite du sie, dass sie mit ihrer Lebenserfahrung immer wieder helfen, stützen, aufrichten und begleiten. Gnädiger Gott, sei du bei uns, wenn wir feiern und fröhlich sind, wenn wir dankbar sind für die schönen Augenblicke unseres Lebens. Sei bei uns und begleite uns, wenn es aber auch nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, wenn wir nicht weiter wissen und niedergeschlagen sind. Dann richte uns auf und schenke uns immer wieder die Kraft, das Leben als Geschenk zu empfinden und in einen neuen Morgen mit Zuversicht hineinzugehen. Und was wir, jeder und jede, noch auf dem Herzen hat, das bringen wir in einem Augenblick der Stille vor Gott. So wie ein himmlischer Vater, wie eine fürsorgliche Mutter, wie eine unsichtbare Freundin oder Freund bist du für uns da, Gott. Und so beten wir gemeinsam, wie es Jesus Christus schon mit seinen Jüngern getan hat. Wir sprechen das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So empfanget den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.